Grundschule Longon in der Duca d'Aosta-Straße in Bozen. Abschlussveranstaltung der Projekte zur Umweltbildung in den Schulen, die von der Stadt Bozen in Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut Südtirol initiiert wurden. Schüler und Schülerinnen der Bozener Grund- und Mittelschulen haben die Ergebnisse der Projekte vorgestellt, die im Laufe des Jahres durchgeführt worden sind. Astronomie, richtige Mülltrennung, Großmutters Kräuterschatzküste und die Prinzipien des Gärtnerns. Das sind nur einige der Umweltthemen, die in die Klassen der Bozener Schulen gebracht wurden. Umweltstadträtin Maria Laura Lorenzini hat die Schüler und Schülerinnen für ihren Einsatz, ihren Enthusiasmus und ihr Pflichtbewusstsein gelobt und gemeint, dass sich die Stadtverwaltung seit jeher bewusst sei, dass man auf die Kleinsten setzen müsse, um ein Umweltbewusstsein in der Gesellschaft erlangen zu können. Die Kinder haben die Arbeiten vorgestellt, die in der Klasse gemacht worden sind. So hat zum Beispiel eine Gruppe gelernt, welches die Kräuter sind, die bei Husten oder Halsschmerzen helfen, und gemeinsam mit einem Referenten des Öko-Instituts selbst Bonbon hergestellt. Für die Schülerinnen und Schüler ist der Ansatz vor allem der, dass sie Spaß haben wollen, sich gut unterhalten wollen, gemeinsam mit ihren Schulkameradinnen und Kameraden. Und unsere Aufgabe ist es dann, dass wir ganz klug in diesen Spaß und in diese Freude die Umweltinhalte hineinbringen, die wir vermitteln möchten. Einige Schüler der Mittelschule Archimede haben hingegen ihr Astronomieprojekt vorgestellt. Dank dieses Projektes haben sie die Unterschiede zwischen Kometen und Sternschnuppen verstanden und gelernt, wie Sterne entstehen und wieso und wie sich unsere Erde dreht. Diese Initiative sind, die Schüler und Schülerinnen für die Natur und die Umwelt zu begeistern, ihnen verschiedene Sachen zu zeigen, und das, was man liebt, das schätzt man auch. Und somit sollen sie in Zukunft mehr auf ihre Umwelt und auf die Natur aufpassen. Und wir hoffen, dass sie dann die besseren Bürger sind als wir und damit auch achtsam umgehen. Die Schüler der Mittelschule Schweizer haben von ihren Projekten über Abfallbewirtschaftung berichtet. Das ganze Schuljahr über haben sie sich mit verschiedenen Themen wie Recycling, Plastikvermeidung, ökologischer Einkauf, Mülltrennung in Südtirol und weltweit beschäftigt.